Moin zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Scum. Ja, ihr wundert euch sicher, dass ich jetzt hier einfach so in einem Hangar stehe. Das hat damit zu tun, dass ich gerade eine Aufnahme gestartet hatte und eigentlich auch schon ganz viel erzählt habe, bis mir dann jetzt gerade hier auffiel, dass mein Mikro gemutet war und ja. Ihr eigentlich alles von dem, was ich da gerade so erzählt habe, gar nicht mitbekommen habt. Weil, wie gesagt, mein Mikro gemutet war. Also wir haben hier schon ein bisschen was gelootet. Und befinden uns jetzt in den Rundhangars. Ja, ich merke momentan, ich bin anscheinend wirklich so ein bisschen verpeilt im Moment. Also wir haben es jetzt mittlerweile Sonntagmorgen 10:30. Angefangen hatte ich eigentlich heute Morgen um kurz nach 10. Also ich glaube 3 Minuten, 4 Minuten nach 10 oder so, keine Ahnung. Also wie ihr seht, ich bin noch ein wenig verpeilt. Und ja, also ich habe jetzt gerade eben auch schon die 44er gefunden, die Schrotze habe ich gefunden und ein paar Magazine. Ich traue mich nicht, wenn der hier so. Muss noch mal gucken. Okay, der geht bis zu dem. Das heißt, ich kann gleich, wenn er wieder vorbei ist, raus. Und ich sag mal langsam hinterher. Jetzt muss ich das noch mal gucken. Ja, doch, das ist das langsame Laufen. Genau, halt dein Schwert so, als wenn wir jetzt den Mech angreifen würden. Das funktioniert. Und ich hoffe, da ist jetzt keine Zombie-Horde drin von 10 Zombies oder so. Ja, nicht ganz. Es sind zwei. Und davon einer gepanzert. Ich könnte aber mal. Also, natürlich versuchen. Kopfschuss. Ah, super. Natürlich kein Kopfschuss. Dann machen wir es jetzt so. Also ich weiß nicht, wo der jetzt gerade den Pfeil hatte, wenn ich auf den Kopf ziele, warum der den im Fuß hat. Aber das Spiel wird schon wissen, warum. Also wir können jetzt erstmal hier weiter looten, bis wir den nach vorne erwischt haben oder in seiner Reichweite sind. Dann hauen wir den halt auch schnell um. Super, noch ein Quiver. Habe ich überhaupt einen an? Ja, habe ich. Also muss ich hier wieder Platz schaffen, weil ich möchte gerne den Quiver mitnehmen. Das passt so noch. Doch, der passt genauso rein. Das ist sehr gut. Den Advanced Kompass brauche ich nicht. Wir haben letztens so viele, oder ich habe letztens so viele, was heißt so viele auch nicht, aber so 5, 6 Militärkompasse schon gefunden. Da brauche ich den Advanced nicht. Ja, jetzt kommt unser nächster Freund. Den begrüßen wir auch mal. Da liegt keiner mehr. Ich wollte gerade sagen, da liegt noch einer, aber das war nur eine Weste. Aber hier sind irgendwo Gegenstände drin, doch da. So, habe ich doch schon rausgelegt. Da habe ich sogar ein M16 Magazin gefunden, eben. Deshalb können wir das direkt einlagern. Dann haben wir nicht unbedingt alle Slots immer belegt. Also spart man halt auch Platz. Das ist natürlich eine super Weste, aber leider kaputt. Oder kaputter wie meine. Deshalb lasse ich die jetzt einfach mal hier liegen. Obwohl, die Mütze hätte ich auch ganz gern noch mit. Ja, aber ich muss ja mal langsam gucken, dass ich ein zweites Outfit zusammenfinde. Für den Fall, dass ich wie gestern. Ja, leider unnötig sterbe. Ich hatte gestern eine Begegnung mit zwei Wölfen, wo ich dann leider draufgegangen bin, weil ich habe mit der M9 geschossen, den ersten Wolf zwei, dreimal gehittet oder so und durch Kopfschuss mehr oder weniger getötet. Und dann habe ich die restlichen Kugeln auf den
zweiten Wolf geschossen, aber der hatte irgendwie kein Interesse, nach den ganzen Treffern abzulassen. Der hat mich immer weiter attackiert, bis er es dann geschafft hat, mich komplett zu zerlegen. Ja, dann war dann noch eine längere Suche nötig, um meine Klamotten wieder zu finden und auch meine Leiche. Aber es hat ja Gott sei Dank danach funktioniert. So, ich bin am Überlegen, ob wir vielleicht hier rausgehen besser. Das Problem ist halt, der läuft da und geht. Ich weiß nicht genau, bis wohin die gehen. Das ist immer mein Problem. So. Der geht bis da vorne an die Ecke. Ich meine, ich könnte es natürlich probieren, da in den Busch zu gehen. Und dann zu hoffen, dass er mich nicht sieht. Wo ich aber immer so ein bisschen die Hose bei voll habe, weil ich weiß nicht, wie gut die einen sehen oder wie gut nicht. Ja, super, jetzt muss mein Charakter noch pinkeln. Dann machen wir das mal schnell, bevor wir jetzt gleich tot sind. Also mein Problem mit dem lieben Dex ist, ich weiß nicht, wie ich das wieder hochkriegen soll. Komm, wir futtern mal eben Knoblauch. Und nochmal Knoblauch. Weil, wie ihr seht, ja, keine Ahnung. Also meine Int ist bei 3 geblieben. Mein Com bei 3,6 mittlerweile, mein Strength bei 3,3. Aber mein Dex geht leider immer weiter runter. Ich habe schon 0,5% verloren. Bin auch mittlerweile, ja, ich sag mal, am Hungern. Und weiß einfach nicht mehr, wie ich es noch hochkriegen soll. Ich versuche es jetzt einfach mal hier mit den Büschen. In der Hoffnung, dass er mich nicht sieht, nicht hört. Ich bleibe jetzt auch mal ganz, ganz still stehen. Mittlerweile echt sagen, ich habe Panik davor, aber es hat ja geklappt, wie man sieht. Oh. Da sind auch wieder zwei Zombies. Ich probiere es einfach nochmal. Vielleicht habe ich es ja diesmal mit einem Kopfschuss. Das war der erste, hat funktioniert. Und der zweite hat anscheinend auch funktioniert. Oh, das läuft doch. Also anscheinend funktioniert es doch manchmal mit den Kopfschüssen, manchmal halt leider nicht. Eben bei dem Zombie hatte ich auch gedacht, es war ein Kopfschuss, aber der hatte das Ding dann irgendwie im Bein kleben. Warum auch immer. Aber ist okay, wenn das Spiel das so sieht, dann ist es halt so. Dann ist vielleicht das Visier, das Fernrohr, das keine Ahnung was verbogen. Ich kann es euch nie sagen. Mann, das ist doch schon wieder. Der hat beim Hochfliegen anscheinend seinen Pfeil verloren. Ich habe keine Ahnung. Das ist was, was mich momentan auch so. Nein. Ich wollte keine Zombiehose. Was mich so ein bisschen ärgert halt gerade. Also Pfeile oder die Bolzen bleiben halt in den Zombies. Ist ja auch normal. Aber man kriegt sie eigentlich manchmal gar nicht mehr raus. Ich hatte eben auf einen Zombie 7 Pfeile abgeledert, wo ich leider nur 3 von zurückgekriegt habe, weil man erstens den Zombie nicht mehr irgendwie durch die Gegend schlagen oder treten kann. Und ja. Man die Pfeile so nicht rausgekriegt hat. Und nachdem ich den Zombie zerlegt hatte, habe ich nur noch einen von den 4 Pfeilen rausgekriegt. Was halt ja auch nicht so wirklich toll war. Also ich meine, ja, es stört mich nicht, weil man findet immer wieder genug Pfeile, aber wenn man halt gerade mal so, sag ich mal, die letzten Pfeile hat oder so, wäre es vielleicht schon schöner, wenn man
die Pfeile halt wieder kriegt. Was auch momentan extrem ist, ich sehe es schon wieder, sind halt jetzt die Schuhe. Also man braucht nur, weiß ich nicht, gefühlt ein paar Meter zu laufen und hat schon wieder die Schuhe kaputt. Also ich bin heute noch nicht wirklich viel gelaufen. Ich bin aus meinem Haus raus, bin zu meinem Moped gelaufen, vom Moped oder mit dem Moped dann gefahren durch die Gegend, bin dann hier hingekommen, bin jetzt gerade hier ein bisschen am Trainingslager, also an der Trainingsyard lang gelaufen und habe schon die Stiefel wieder auf 73% runter. Also ganz ehrlich, ja, es ist schön, Schuhe nutzen sich auch ab und ich verstehe das auch, aber wenn das Militär sich Schuhe kauft, wo die Schuhe so abnutzen, sollte man vielleicht den Hersteller wechseln. Genauso wie, ah okay, ich habe sie gar nicht mehr drin oder gar nicht mehr dabei. Ne, die müsste eigentlich mittlerweile die Spawn sein oder so, habe ich das Gefühl. Ich hatte gestern noch so eine Plastikfeldflasche, die man eigentlich auch beim Militär bekommt und. Und eigentlich, wie man ja weiß, Plastik braucht, was weiß ich nicht, wie viel, 100.000 Jahre, um zu, ja, sich aufzulösen, zu verwesen, zu keine Ahnung was. Und ja, ich hatte die Flasche, ich glaube, vor 2 Tagen oder so gefunden. Und die ist heute schon despawned, weil die ja so zerfallen ist. Wo ich mir dann denke, gut, wenn das im Real Life so passieren würde, hätten wir keine Probleme mehr mit Plastikentsorgung. Das ist halt was, was ich so ein bisschen einfach schade finde. Weil ja, ich finde es gut mittlerweile, dass das Zeug verfällt, auch die Lebensmittel, aber ich finde halt, ja, wie soll ich sagen, dass ich, also manche Sachen verfallen viel zu schnell. Also ich habe Lebensmittel, die finde ich an einem Tag, die haben vielleicht 100% oder so und fast gefühlt einen Tag später ist alles Fratze. Also da denke ich mir auch, Leute, das kann nicht funktionieren, so schnell geht es wirklich nicht. Also ich denke mal, da ist vielleicht noch ein bisschen Feintuning möglich, nötig. Aber ich denke mal, die Devs werden das wahrscheinlich hinkriegen, so in den nächsten hoffentlich 1-2 Updates. Ich glaube an die Devs. Und ich denke, dass das funktionieren sollte. So, das Schwert packe ich jetzt erstmal weg. Auf jeden Fall aber erstmal in Schnellzugriff. So. Ja. Was ist los, Kater, hä? Also heute sind noch nicht die Katzen, die irgendwie nerven. Heute ist der Kater ziemlich anhänglich. Ah, Sildo, süßer. Ha? Heute hast du Schmusebedarf. So, also ihr merkt, ich habe nicht nur Frau und Kinder. Ich habe sogar ja, fast den ganzen Hof voll Haustiere. Nein, also so schlimm ist es noch nicht. Aber ich habe einiges an Haustiere. Wir haben 2 Hunde, 3 Katzen, nein, 2 Kater, 1 Katze. Um mit den Worten meiner Kinder zu reden, weil wenn ich sage, es sind 3 Katzen, sehen meine Kinder das nicht so. Aber das ist, tut jetzt auch nichts zur Sache hier. Nee, aber ich hoffe, also ich denke mal, dass die Devs das hier auch in nächster Zeit hinkriegen. Hoffentlich mit dem Feintuning. Da ist mein Magen schon wieder leer. Komm, dann essen wir jetzt mal hier die Tomate. Ja, also ich lebe jetzt nur von Obst, Gemüse und Liebe oder so, weil mein Charakter irgendwie, ja, wie soll ich sagen, momentan halt ein bisschen fett ist und oder war oder wie auch immer und es nicht schafft, seinen Dex wieder hochzukriegen. Also ich möchte meinen Dex schon wieder auf 3 oder auch gerne höher. Aber irgendwie kriege ich das nicht geschissen. Oder der Char, je nachdem, wie man es sehen möchte. So, ach so, was ist eigentlich mit meinen Verletzungen? Hielt. So, so wie es aussieht. Ja. Müsste das eigentlich
wieder funktionieren. So. Nur noch 64% HP. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es jetzt dann doch in nächster Zeit ein bisschen runter geht. So, dann jetzt mal gucken. Dass wir hier mal gerade rauskommen. Hallo irgendwann, danke. Hier rum. Schließen. Du gehst mal hier rum. Ist auch so ein wenig. Also ich denke, das ist so relativ gut gegangen hier. I'm hungry. Dann hast du Pech gehabt. Jetzt musst du hungern. So, ich weiß nicht, was der Mac macht, wenn wir hier langlaufen, aber anscheinend gar nichts. Das ist schon mal sehr gut. Also ich habe auch da hinten die ganze Freifläche schon abgesucht gehabt, was da eingezäunt war. Wie gesagt, leider habe ich zu spät gemerkt, dass ich euch gar nicht dazu geschaltet hatte. Besser gesagt, ihr wart dazu geschaltet, aber ja, ich habe eigentlich geredet und geredet, aber ihr habt nichts mitgekriegt, weil halt mein Mikro gemutet war. Ja, das ist, wenn man mal denkt, oh, es ist schön Sonntagmorgen, ihr könnt jetzt mal schön ein Video aufnehmen. Und ist ja alles soweit fertig und ready und überhaupt. Aber man dann irgendwie total vergisst zu überprüfen, ob alles funktioniert und das Mikro auch an ist. Ich hoffe, das war jetzt mein Magen und nicht wieder ein Wolf krummeln hier in der Nähe. Ach Quatsch, ich muss hier gucken. So. Jetzt werde ich mich hier erstmal reinlegen, um wieder Ausdauer zu generieren. Also ich finde es auch lustig, dass irgendwie die Büsche trotz Stillliegens im Busch irgendwie immer noch Geräusche machen. Das finde ich sehr merkwürdig. So, jetzt ist Aktion Motorrad finden angesagt. Obwohl es geht, ich glaube, da hinten ist der Flaggenradius von meinem Moped. Ich hoffe es einfach mal. Ja, hier ist der Flaggenradius, da hinten ist die Blaupause, da steht mein Motorrad. Oder da sollte mein Motorrad stehen. Ich bin gerade am Überlegen, ich habe ja. Ich werde jetzt gleich mal was ausprobieren. Da steht mein Moped. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. So. Ich lege jetzt mal das Teil daneben. Dann packe ich das da rein. Das da rein. Das. 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 Das, die Mine passt schon nicht mehr, super. Ah, hier passt noch ein bisschen was rein. Moment, ich kann gerade mal gucken, ich könnte das hier noch runterziehen. Das dahin, das dahin, das dahin. Dann passt die Tasche dahin. Obwohl, Moment, da könnte ich ja eigentlich auch noch Sachen reinpacken. Die Mine, vielleicht sogar die zwei Schlösser. Passt auch noch die Flasche rein? Nein, die passt nicht mehr rein. Ist aber auch nicht schlimm. Dann packen wir das hier rein. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee, nicht wirklich. Ich packe jetzt einfach mal die Schlösser hier rein. Oder auch die Kappe. Das Akkok auf jeden Fall. Dann kann der Verband darüber. Ja, super. Also die Bienenpollen sind anscheinend immer noch
verbuggt oder schon wieder verbuggt. Ich habe das auch schon als Bug-Report gemeldet. Man kann zwar draufklicken und der tut auch so, wenn er, als wenn er sie einnimmt, aber es funktioniert leider nicht. Vielleicht sollte ich auch das Nachtsichtgerät einfach mal hier lassen, weil wir haben es gerade helllichter Tag, da brauche ich kein Nachtsichtgerät. Ja, mein Magen grummelt schon wieder. Die Potato kann ich hier lassen. Das MP5-Magazin, das M16-Magazin. Ja, notfalls die kaputte Ding kann ich notfalls auch wegschmeißen. So, damit habe ich jetzt schon mal wieder ein bisschen Platz gemacht. Und würde sagen, hier irgendwo ein Airdrop in der Nähe. Natürlich nicht, ne? Ne, der eine ist in B0, der andere ist in. Da ist nirgendwo was. Okay, dann kommt vielleicht gleich noch was runter. Dann fahren wir jetzt mal in südliche Richtung, weil ich würde gerne gleich da unten tanken fahren. Aber erstmal noch ein bisschen westlich, um an der Trainyard vorbeizukommen. Ui. Ich habe mich jetzt gerade erschrocken, weil ich dachte, da hätte jemand im Busch gestanden. Aua, aber das war nur ein Busch. Ja, solche Sachen finde ich gerade auch nicht lustig oder toll. Dass halt an einem so kleinen Steinchen mit einer Kochmaschine hängen bleibt. Also das fände ich super, wenn die Daves das auch noch so ein wenig gleich gefixt kriegen. Klar, gegen so riesen Felsbrocken wird man wahrscheinlich auch mit so einem Ostmotorrad wahrscheinlich hängen bleiben. Uiuiui. So wie hier zum Beispiel. Aber ich denke mal, an diesen kleinen Stein, so wie der jetzt schon wieder Damage gemacht hat, sollte es eigentlich möglich sein, drüber zu kommen, vorbeizukommen, wegzukommen, ohne dass man ewig groß Schaden nimmt. Weil das ist auf Dauer ein bisschen frustrierend, also finde ich zumindest. Weil ich habe ja eine Crossmaschine, um damit auf Querfeld einzufahren und nicht nur Straße zu nutzen. Da möchte ich natürlich auch nicht an jedem kleinen Steinchen, sag ich mal, Schaden nehmen. Ne? Aber ich fahre einfach mal weiter südlich. In B0 ist der nächste Airdrop. Ja, super. Beide direkt nebeneinander. Hervorragend. Also wer da jetzt den Drop looten geht, der hat sowas von Glück. Der braucht ja da gar nicht sich viel zu bewegen. Ernsthaft. Aber das finde ich schon wieder so ein bisschen, naja. Ein bisschen blöd gemacht. Vor allen Dingen ja, angeblich, oder ich habe mal gelesen, gehört, dass die Airdrops immer da in der Nähe runtergehen, wo eigentlich am wenigsten Leute sind. Mag ja sein, ist auch schön und gut, aber dass die Airdrops jetzt echt nur noch in den Nuller-Linien da runterkommen oder unten in der Linie, in der Z-Linie, weil da keiner sich auffällt, weil da halt auch noch nicht wirklich irgendwas ist, wo man sagt, okay, da baue ich mir jetzt mal eine Base, finde ich schon ein bisschen blöde. Weil ich denke mal, wenn da unten auch mal, was ja so nach und nach kommen soll, neue POIs drin sind und neue Städte, Dörfer oder was auch immer, werden sich da unten vielleicht auch mal mehr Leute ansiedeln, dann hat man vielleicht auch mal das Glück. Also Springer sind hier, glaube ich, keine, oder?
Dann hoffe ich jetzt mal, dass da jetzt auch keine Sprenger mehr irgendwie spawnen oder so. Dann können wir da jetzt auch mal in Ruhe tanken. Gleich auch nochmal zurück und guck, ob ich meine zwei Pfeile zurückkriege oder drei. Ja, sieht gut aus. So, dann fahren wir nochmal ein Ründchen. Vielleicht mal oben einen Steinbruch. Vielleicht mal, ob wir da im Steinbruch noch ein bisschen was gelootet bekommen. Also ich meine, ich bin schon ein bisschen was schneller mit dem Moped, ne? Wenn ich mich so an die Anfangszeit nach dem Update zurückerinnere, hatte ich nur 60 drauf. Also ich bin jetzt schon fast auf 70. Ich könnte ja schon fast ein bisschen stolz auf mich sein. Aber auch nur fast. Ich will hier oben einfach mal was gucken. Also was ich auch mittlerweile mitgekriegt habe, die Mopeds sind relativ laut, man hört sie relativ von weitem. Also es ist schon, ja, naja, toll, hier steht's Moped total scheiße. Weil sowas von sichtbar. Also ziehen wir mal weiter hier. Ja, machen wir es vielleicht hier rein. Hier ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Wir hätten jetzt natürlich auch runterfahren können, aber das ist mir eigentlich ein bisschen zu laut. Falls jemand unten im Steinbruch ist, ich möchte nicht direkt gehört werden. Ich hoffe, dass hier gerade mal keiner ist und ich da unten mal in Ruhe zumindest die zwei Hallen looten kann. Das letzte Mal bin ich mit einer Axt erschlagen worden. Diesmal wird es wahrscheinlich nicht besser werden, weil ich habe auch nichts zur Verteidigung dabei. Doch, ich habe die Schrotze jetzt dabei, sehe ich gerade. Also ich hätte jetzt eine Schrotze dabei. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. So, das hier kann man vergessen. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Die lassen wir hier, die Batterie. Die möchte ich nicht gerade mitnehmen, weil die bringt auch nicht wirklich viel. Also fürs Moped brauche ich zum Beispiel keine Batterie, sowas. Da hinten wäre noch ein Benzinkanister. Aber den brauchen wir ja eigentlich auch nicht mehr. Wir haben ja gerade getankt. Das Ding hat... Warum nimmt er das nicht? Okay, das nimmt er direkt in die Hand, statt erstmal einzulagern. Hat nur 38 Einheiten. Der Benzinkanister hat nur eine Einheit. Komm, den lassen wir hier. Das bringt eigentlich gar nichts. Wenn mein Magen knurrt hier in dem Game, das fuckt mich gerade richtig ab. Also kriege ich gerade auch irgendwie... Also man hört's, ne? Wenn einem der Magen grummelt und es ist eigentlich ziemlich merkwürdiges Gefühl. Man erschrickt sich im ersten Moment, also ich zumindest, weil man denkt, was ist das schon wieder für ein Geräusch? Hatte ich nicht noch, doch habe ich sogar da unten. Das ist ein 85er, dann ändern wir das mal so.
Da steht schon wieder ein Benzinkanister. Da wird wahrscheinlich aber auch. Oh ne, halt, da stehen zwei Benzinkanister. Aber leider gibt es hier gerade keinen Werkzeugkoffer. Schade eigentlich. In dem einen sind 7, in dem anderen sind 13. Ich könnte natürlich. War natürlich genau falsch rum. Nein, nicht Wasser. Das Ding hier will ich da rein haben. Hä? So, doch, das ist der 100er. Jetzt muss ich nur gucken, kriege ich das umgeändert? Guck. Ein Repair-Kit direkt. Was kann ich hier hinpacken? Ich sollte vielleicht aber auch nicht direkt hier so offen stehen. Ich mach's einfach mal so. Ich schaue jetzt einfach mal. Nee, das passt natürlich nicht. Wäre ja auch. Ach, ist doch Kacke schon wieder. Ich krieg's jetzt auch nicht geändert, aber. Ein Benzinkanister wäre natürlich nicht schlecht. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wie. Ich glaube, der wird noch komplett da oben gebraucht, ne? Ach Mann. Das passt doch nicht, sehe ich gerade. Naja. Naja, ich kann gerade irgendwie nicht wirklich. Wir halten ihn jetzt einfach mal in der Hand. Aber auch, ja, das Problem ist auch, auf dem Moped kriege ich. Obwohl doch, wenn ich das Zeug vom Moped zurück hier reinpacke, könnte der vielleicht ins Moped passen. Manchmal diese Gedankengänge. Ja, halt die Klappe, du kriegst nichts zu futtern. Wir müssen diäten. Ich laufe jetzt erstmal kurz zurück zum Moped. Guck, ob ich irgendwie den Benzinkanister da drin verbaut krieg, wenn ich das ganze Zeug wieder raushole und in meinen Rucksack packe. Und dann schauen wir mal irgendwie, ob ja, ob es irgendwie möglich ist, dann noch was zu looten. Ansonsten müssten wir vielleicht zurück zur Base. So, mein Moped steht hier. Ich stelle mich einfach mal hier hin. Wahrscheinlich bin ich gleich super toll zu sehen. Warte mal, ich könnte natürlich. Nee, ich wollte nicht dingsen. Ich wollte eigentlich. Ah. In die Hände nehmen. So, machen wir das mal so. Jetzt bin ich gerade. Ach nee, so musste ich das ja machen, okay. Ja, alles gut. Heute ist echt nicht so mein. Komm, die eine Einheit lasse ich hier. Bam, bam, bam. Super, ich sehe gerade. Passt alles nicht. Ich kriege dieses blöde Ding. Nicht wirklich mit, so wie es aussieht. Nee, Schlösser lasse ich auf gar keinen Fall hier. Das 59er Reparaturset auch nicht. Das Einzige, was ich versuchen könnte. Ich mach's mal so. Das hier rein, das da rein. Aber dann fehlt mir immer noch eins, fällt mir gerade auf. Das ist gerade ein Mistding hier, echt. Das hier, das da, das da, das da. Ich glaube, das Schwert passt da auch quer rein, ne? Ja, sehr gut.
Dann muss ich jetzt mal gucken. Die Bienenpollen kann ich ja übrigens wegschmeißen, weil die funktionieren ja eh nicht. Und so passt auch der Benzinkanister rein. Ja, und so habe ich dann doch alles noch so halbwegs mitbekommen, wie ich es gern gehabt hätte. Ich will fahren und nicht das Kit nehmen. Und dann gucken wir mal, dass wir uns jetzt hier verkrümeln. Sache mit dem Moped hat man leider einen Nachteil gegen ein Auto, denke ich mal. Also wenn man von einem Auto verfolgt wird, zumindest von der Geschwindigkeit her. Ich weiß aber nicht, ob das noch besser wird. Ja, wenn ich Motorradfahren jetzt besser geskillt habe, kann natürlich sein, dass es dann besser wird. Gesagt, das weiß ich noch nicht. Das werde ich irgendwann mal sehen, wenn ich besser Motorrad fahren kann. Natürlich hat man mit dem Cross-Teil seine Vorteile im Gelände. Ich denke mal, da könnte man dann vielleicht einem Pickup oder einem SUV entkommen. Ich weiß es noch nicht. Ich war auch Gott sei Dank noch nicht in der Situation, aber man kann ja zum Beispiel besser auch hier durchs Dickicht fahren und hier Bäumen ausweichen. Das hätte natürlich schon einen Vorteil gegenüber einem Auto. Der Nachteil ist natürlich, wenn in einem Auto 2, 3, 4 Leute sitzen, können 3 auf mich schießen, während der eine sich nur aufs Fahren konzentrieren muss. Ich müsste mich dann aufs Fahren und Ausweichen konzentrieren und aufs Überleben und was weiß ich nicht noch alles. So, ich hoffe mal, die Tanke ist noch frei. Ja, ist sie. So, schnell tanken nochmal. Dann den Kanister rausnehmen, den auch nochmal schnell füllen. Und dann mich hier ganz schnell verdünnisieren. Setz auf und fahr. So. So, das soll es dann heute mal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ich würde mich auch über ein Follow freuen. Und ja, auch über jeden Kommentar natürlich. Würde mich natürlich auch freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr weiter zuschaut und öfter zuschaut. Die Folge beende ich heute, weil, ja, ihr habt es ja gesehen, ich bin proppevoll. Ich kann nichts mehr irgendwie verstauen. Und ja, denke mal, ich fahre jetzt zur Base zurück. Die ich natürlich nicht zeigen darf, weil wir komplett neu gebaut haben und nicht unbedingt jeder wissen soll, wo wir sitzen. Also ihr könnt auch gerne mal gucken, hier steht immer noch mein Haar, ich weiß nicht warum, da war mal ganz am Anfang unsere Base, da sind wir aber schon lange nicht mehr. Ja, wie gesagt, wenn ihr auch Interesse habt, bei uns mitzuzocken, wir sind hier aufs Game Grafs Gamer Planet, einfach Graf eingeben oder Grafs eingeben und ihr findet den Server in der Suchleiste. Vielleicht hört man sich ja dann mal hier in-game oder man schießt sich mal. Würde mich natürlich auch freuen, einige von euch dann vielleicht auch so mal kennenzulernen. Ja, mir bleibt dann nur zu sagen, ich wünsche euch heute noch einen schönen Restsonntag und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, euer Falli. Ciao.